Oberbürgermeisterkandidat Jürgen Krogmann ist 50 Jahre alt und seit 2008 Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Er wurde von der SPD aufgestellt. Naja, wir mussten uns natürlich innerhalb der SPD schon seit einigen Jahren Gedanken darüber machen, wer diese Aufgabe übernehmen sollte. Wir waren der Meinung, ein Oberbürgermeister sollte drei Voraussetzungen erfüllen. Er sollte zum ersten natürlich die Verwaltung gut kennen. Ich war 15 Jahre bei der Stadtverwaltung, unter anderem als Leiter des Presseamtes. Er sollte natürlich, ein Oberbürgermeister, auch eine gute politische Erfahrung haben, gute politische Kontakte. Das ist natürlich durch meine Landtagstätigkeit und durch meine Arbeit im Rat seit 2011 gegeben. Aber die Hauptvoraussetzung, jemand sollte begeisterter Oldenburger sein. Und das bin ich eigentlich durch und durch. Dazu würde ich mich ganz klar bekennen. Und mit diesen drei Voraussetzungen bin ich angetreten, dieses Amt zu übernehmen. Und hier unsere Fragen an Jürgen Krogmann. Was schätzen Sie als Ihre besondere persönliche Stärke ein? Was als eine Ihrer Schwächen? Also zu meinen Stärken würde ich sicherlich zählen, dass ich kommunikationsfähig bin. Mit mir kann man reden. Ich bemühe mich auch um Bürgernähe. Ich bin auch imstande, Dinge dann durchzusetzen, die an mich herangetragen werden. Ich kann aber auch laufen lassen, wenn die Dinge gut laufen. Zu meinen Schwächen würde ich vielleicht sagen, ich bin nicht immer der Geduldigste. Da muss man sicherlich hier und da noch ein bisschen dazulernen. Welche Aufgabe wollen Sie als Oberbürgermeister an Ihrem ersten Arbeitstag anpacken? An meinem ersten Arbeitstag möchte ich mich natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zusammensetzen. Ich möchte natürlich auch sehen, dass ich mich dort erstmal vorstelle und dass ich die Menschen erstmal kennenlerne, weil ich kann ja nichts erreichen, wenn ich die Menschen nicht mitnehme, die für mich und für uns, für die Stadt arbeiten sollen. Das wird also mit Sicherheit mein erstes Signal an meinem ersten Arbeitstag sein. Streben Sie an, dass es am Ende Ihrer Dienstzeit zwei Altpapiersammlungen gibt oder eine? Und warum? Ich strebe selbstverständlich an, dass wir schnell zu einer Lösung dieser Debatte kommen, die ein großes Ärgernis für viele Bürgerinnen und Bürger ist. Ich bin auch durchaus offen, obwohl es ja jetzt von Herrn Schwantner eingeleitet ein Untersagungsverfahren gibt. Ich bin durchaus bereit, da auch noch zu weiteren Gesprächen mit dem privaten Investor. Allerdings muss auch der sich bewegen, weil es kann natürlich nicht sein, dass die Bürger letztlich seine Sammlung finanzieren. Also wir müssen sehen, ob wir eine Einigung finden. Ich bin dazu bereit. Welche Möglichkeiten sehen Sie, weitere Straßenfahrbahnen für Radfahrer freizugeben? Also mein Ziel wäre in erster Linie, bessere Radwege zu bauen. Wir wissen, dass die Rechtslage so ist, dass an vielen Straßen die Radwege nicht ausreichend sind und deshalb den Radfahrern ermöglichen muss, auch auf die Straße auszuweichen. Aber für mich ist das nicht die beste Lösung. Ich bin eigentlich nach wie vor der Meinung, dass das langfristige Ziel sein muss, dass wir ein gutes Netz von sicheren und auch komfortablen, für die Radfahrer gut zu benutzenden Radwegen haben. Diesen Weg würde ich weiterverfolgen, unabhängig von der rechtlichen Debatte um die Radwegebenutzung. Mit welchen politischen Parteien zusammen wollen Sie Ihre Politik im Rat durchsetzen? Ich möchte mit allen Mitgliedern des Rates, außer mit einem, sage ich ganz offen, mit dem Mitglied der NPD möchte ich nicht zusammenarbeiten, aber mit allen anderen Mitgliedern des Rates möchte ich gut zusammenarbeiten. Ich möchte, dass wir ein neues Miteinander auch zwischen Verwaltung und Politik im Rat bekommen. Natürlich bin ich als Sozialdemokrat, meiner Fraktion stehe ich besonders nahe und ich weiß auch, dass wir in vielen Punkten mit den Grünen zusammen, also in einer rot-grünen Zusammenarbeit, gute Dinge auch bewegt haben, in der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik zum Beispiel. Das war Ihr Oberbürgermeisterkandidat Jürgen Krogmann.